Film, den ich bisher gemacht habe, der nicht irgendwann mal sich zu einem eigenartigen Monster entwickelt hat, was spätestens im Schneiderraum aufgestanden ist und gesagt hat, ich bin ganz anders, als du mich gedacht hast, und ich bin auch ganz fremd und irgendwie bedrohe ich auch dein Leben. Und dieser Film war auch, hatte ein sehr starkes Eigenleben entwickelt. Das, man denkt ja immer so, wenn man über Filme nachdenkt oder über diesen komischen geistesgestörten Beruf des Regisseurs, dass der Regisseur alles so dort vatermäßig in der Hand hat, dass er irgendwie ein Buch schreibt, dann besetzt, dann macht er alles genau so nach seinen Ideen und dann wird der Film geschnitten und kommt genauso raus, wie er sich das vorstellt. Und das ist leider nicht so. Sondern, oder zum Glück wahrscheinlich so, muss ich sagen, sondern Filme entwickeln tatsächlich, während man sie macht, während man sie dreht, besetzt, dreht und dann vor allem eben auch fertigstellt, ein unglaublich eigenes Wesen. Und das ist eine Art Hassliebe, die ich dann mit diesem Film entwickelt. Und dieser Film hat mich auch ganz schön mitgenommen auf Part, aber ich mag diesen Prozess sehr gerne und ich bin da gehört dazu. Alles, was so die leichten Spaziergänge sind, das kommt dann, wenn ich ein bisschen älter bin. Du hast schon angesprochen, der Film wäre fast nicht zustande gekommen, weil du keine Hauptdarsteller gefunden hast. Was hast du denn gesucht oder warum war denn das so schwierig? Weil er halt so versteckt war hier. Also, nein, ich habe natürlich, also ich muss dazu auch sagen, also es war halt auch ein schöner Zufall. Also ich glaube ja nicht wirklich an Zufälle, aber es war eine eigenartige Fügung, dass in dem Moment, wo wir den Film eigentlich absagen wollten, weil ich habe gesagt, ich kann nicht drehen ohne den Alfi, den ich mir vorstelle. Ich kann jetzt nicht beschreiben, weil ich habe ganz viele tolle Schauspieler gecastet. Wir haben wirklich viele ausprobiert und die waren teilweise sehr interessant. Ich habe sogar in meiner Not mich selber ausprobiert, aber das war einfach alles nicht, das war nicht das, was ich mir kann ich sagen, der war jetzt so oder so, es war einfach was anderes. Den Alfi Seliger habe ich dann erst gefunden, als ich Markus in dem Film Whisky mit Wodka von Andreas Dresen gesehen habe, der zufälligerweise eben und nicht zufälligerweise genau in dem Moment am Münchner Filmfest lief, wo wir so verzweifelt waren. Und dadurch ist der Markus, ich habe den gesehen und es war wirklich lieber auf den ersten Blick. Ich glaube, es hat ja eine Tasse Kaffee darüber entschieden, dass du mitgemacht hast. Was hat dich denn überzeugt? Was mich überzeugt hat? Uns beide. Kanntest du ihn ja kaum? Nee, ich kannte Daniel nicht persönlich vorher, ich kannte seine Filme und seinen Humor, das fand ich aber ganz wichtig. Und dann hat eben die Produzentin, die ist die Wodka gesehen, und die Namen in Berlin, da spielt jemand so ein Loser, den du brauchst, auf den Mann, auf den Mann. Und da war es in Berlin eine Tasse Kaffee, die wir zusammen getrunken haben. Und, was eigentlich ganz toll im ersten Moment war, ich hatte das Ding gerade gelesen. Hatte schon Lust auf die Rolle, wusste, dass es eine Rolle für mich sein könnte. Aber dann gegenüber zu sitzen und durch die Gespräche, die kurzen, diese Kaffeeblaue, wenn es jemand, festzustellen, dass man so ein Vertrauen ineinander hat, dass man dann beim Ende der Tasse sagt, wir haben Lust, uns auf dieses Wagnis einzulassen. Das ist ja ein großes Risiko, wenn du in so einer Rolle, für so ein 2,5 Millionen Projekt auch dran spielen musst und den Regisseur nicht kennst. Das ist schon eine Art Bauchnervisum, die auf den ersten Blick gewesen. Und der Kaffee war sehr gut. Ja, das muss man schon sagen. Bar Oro Nero in der Akazienstraße. Naja, es gibt nicht nur in Wien guten Kaffee, es gibt auch in Berlin. Wie gesagt. Also, so ein bisschen ähnlich war das ja auch dann bei der Besetzung von Gerhard Becker, wo ich ja auch gelesen habe, dass du gesagt hast, die Rolle war dir eigentlich egal, was gehört Dani Wiegel, möchte ich gerne, hast du sofort gesagt, ja. Dani hat gesagt, er möchte sowas wie Familie, aber ja, mit der Kamera nicht mehr. Ja, ich bin mir recht gewünscht, das war für mich die Helena, die Komik hat, die Traurigkeit, die Ehrlichkeit, die Erfahrung, all das, was ich mir gewünscht habe, und deswegen wir kannten es ja schon. Ich meine, wir haben ja schon einiges, schon einigen Weg zusammen gegangen. Okay. Kommen wir nochmal zum Humor. Du bist vom Pferd gefahren, kannst du dich noch erinnern, ohne Helm? In Island? Naja, egal. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen großes Plenum hier für solche.
Humor spielt immer eine große Rolle und Markus Wehre, glaube ich, hat auch Humor, aber doch einen ganz anderen. Wie würdet ihr denn so eure Humordifferenz bezeichnen? Markus, du bist gesünder. Wir sind jetzt 2 Wochen zusammen durch Deutschland und die Schweiz und getingelt, bis wir heute wieder kamen und haben gemeinsam organisiert. Also ich glaube, dein Humor ist, er gibt mehr von sich preis im Humor. Und ich bin, glaube ich, ein bisschen trockener. Aber eigene Humor schreiben, so gut zu erklären, das ist sehr schwer. Meine Kiste in dem Film ist, als Alfie zu seiner Frau sagt, im Dunkeln, bist du noch schön. Ja. Siehst du aus wie früher. Magst du gar nicht? Nein, das ist schon sehr schauer. Siehst du deine Rolle so als oder kannst du dir vorstellen, dass sich viele mit dieser Frau identifizieren können? Mit dieser Frau der Helena, dieser überforderten Frau? Ja. Sehr kurz die Antwort ist ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube, das ist einfach so ein Punkt. Ich glaube, es handelt sich um ein bestimmtes Alter wahrscheinlich und auch um eine bestimmte Dauer einer Beziehung einfach. Also wenn man so miteinander lebt und Kinder hat und den Haushalt schmeißt, dann reduziert sich das irgendwann auf, kannst du bitte jetzt mal unternehmen, ausnahmsweise so ist man dann irgendwann das nur noch hört und das mag man immer nicht mehr hören, dann schlägt sie eben so ein bisschen ein. Oh, der Film wartet ja mit einem wahnsinnigen Star-Aufgebot auf, unter anderem mit Yvonne Katterfeld. Siehst du so ein bisschen so, Yvonne, dass du dich selber spielst in dem Film? Oder würdest du das nicht unterschreiben? Also da habe ich in dem Sinne nicht drüber nachgedacht. Es ist natürlich, also ich spiele eine Person, eine erfolgreiche Seriendarstellerin, natürlich kenne ich das und mir hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht, mal in diese Zeit ein bisschen zurückzugehen und das einfach ein bisschen auf die Schippe zu nehmen oder einfach zu persiflieren und mich hat aber viel mehr daran, also das zum einen gereizt, aber zum anderen halt auch diese philosophische Ebene, die ich halt so ein bisschen mit meiner Figur als Schlüsselfigur und das fand ich so toll, weil wie Dani auch sagt, also für mich ist es ein ganz großes Thema in meinem Leben, ich mache mir da wahnsinnig viele Gedanken über, nicht zuletzt als Kind, als ich mich gefragt habe, jeder wahrscheinlich ist jetzt der Traum die Wirklichkeit und die Wirklichkeit nur ein Traum Illusion. Und dieses Thema finde ich wahnsinnig spannend und ich glaube genauso wenig an Zufälle und deswegen war es auch ein Film, der so einfach so mich total begeistert hat, also auch das Drehbuch. Es gibt eine sehr schöne erste Szene, wo Alfie mit seinem Drehbuch auf diese Party kommt und da steht die deutsche Filmprominenz als Statisten versammelt und Markus Wehring ist da eigentlich der Hauptdarsteller, der aber dort weitgehend eigentlich unbekannt ist. Wie ging es dir beim Drehen, wie wurdest du aufgenommen? So als, bist du ein Wiener Theaterstar, aber ich denke mal bei vielen der Schauspieler, die da mitspielen, nicht so bekannt gewesen. Das war super, super krass und das Schöne für mich war, dass ich wieder mit Dani zusammen so eine Art Gastgeber.